Hallo, ich begrüße euch bei meinem oder bei unserem Vortrag Raspberry Pi Projekte. Ich heiße Martin Strohmeier und mein Freund Manfred Wallner wird den zweiten Teil hier in dem Vortrag halten. Also wir zwei sind Entwickler, C++-Entwickler und wir gehören beide zum Grazer Computer Club, der im Volksjahr neu gegründet wurde. Wir vom Grazer Computer Club, uns hat das eigentlich schon vorgegeben. Wir haben den Raspberry Pi Jam schon 2017, 2018 gemacht und auch gestern wieder beim Workshop den Raspberry Jam organisiert. Und voriges Jahr im Sommer haben wir gemeinsam den Grazer Computer Club gegründet mit noch ein paar anderen Leuten. Und also wir sind ein gemeinnütziger Verein und geht es vor allem darum, dass wir also das Programmieren den Menschen und Computerwissen beibringen und also allgemein uns mit Computerthemen beschäftigen. Etwas Wichtiges bei unserem Verein ist, dass wir Publikationen, die wir machen, alle frei sind, das heißt CC-Lizenz publiziert werden, sodass jeder Zugriff auf diese Informationen auch hat. Unser Verein hat eine Homepage, wir betreiben einen Blog, auf dem wir immer wieder vor allem Raspberry Pi relevante Themen, aber auch anderes, wie zum Beispiel Berichte von CCC-Events oder ähnlichen, veröffentlichen. Wir haben ein GitHub-Repository, wo wir alle unsere Arbeiten frei verfügbar machen. Also wir sind per E-Mail erreichbar und natürlich auch per Twitter. Freuen wir uns immer, wenn jemand unseren Account followt. Jetzt möchte ich weiter wechseln zur Raspberry Pi. Das heißt, was hat sich im letzten Jahr getan? In Wirklichkeit hat sie recht wenig getan bei der Raspberry Pi Foundation. Also es ist wenig neue Hardware herausgekommen. Ich konzentriere mich auf Hardware. Und zwar, da sind zwei Sachen rausgekommen. Zum einen ist der Raspberry Pi 3 Model A Plus rausgekommen. Also es hat sich ja schon vorher die A gegeben, die eben ein bisschen abgespeckt ist. Gehen wir mal genauer drauf ein. Aber die haben sie jetzt, also das rund gemacht sozusagen, diese ganzen Produkte, die sie publizieren. Und hier ist auch die neueste CPU dann draufgekommen. Es hat noch einen groß angekündigten oder Head gegeben, der herausgekommen ist, und zwar für TV, für DVB-T2, was jetzt für den österreichischen Markt recht uninteressant ist, weil bei uns ja, soviel ich weiß, alles verschlüsselt ist am DVB-T2. Habe mich nicht mit dem Head beschäftigt. Ja, das ist das Model Raspberry Pi Model A+, das ist noch nicht ganz die aktuellste Folie, Entschuldigung, da ist noch ein Fehler, das ist A+ natürlich. Das Besondere daran ist jetzt, dass es etwas kleiner ist wie die B-Version und hat aber jetzt den gleichen Prozessor bekommen und das gleiche WLAN. Das heißt, wir haben hier den Vorteil, dass wir 5G-Netzwerk auch nutzen können. Der Hauptunterschied ist, dass nur ein USB-Port vorhanden ist und nicht wie auf der B eben so ein Hub, wo mehrere USBs dann verfügbar sind und Ethernet und inzwischen eben das Gigabit Ethernet. Hier kann man nur den einen nutzen. Das hat aber einen besonderen Vorteil. Dieser ist auch als OTG verwendbar. Das zeige ich dann später noch einmal. Ansonsten hat man vor allem den Vorteil, oder was Sie angekündigt haben, dass es halt auch weniger Strom verbraucht, weil eben dieser USB-Hub und das Ethernet nicht versorgt werden muss. Und vor allem für so mobile Systeme kann das vom Vorteil sein. Er ist natürlich auch ein bisschen günstiger, aber hat meiner Meinung nach einen großen Nachteil. Das ist, der RAM ist halbiert, also es sind nur 512 MB RAM statt 1 GB gegenüber der A+. Und natürlich die Anschlüsse fehlen und auch den PoE, den Anschluss, den neuen, gibt es da auch nicht. Wie ich schon gesagt habe, kann man den anderen USB dann auch als OTG-Port benutzen. Also wie man es von der Raspberry Pi Sierra zum Beispiel kennt, da gibt es Vorträge von mir vom vorigen Jahr und vorvorigen Jahr. Den kann man dann direkt zum Beispiel an einen Hostcomputer anstecken. Und hier mit einem kleinen Hack, also ich habe da eine Breakout-Board für den Micro-USB-Anschluss einerseits direkt auf die Versorgung geschlossen. Das hat den Vorteil, dass da eine Sicherung drauf ist. Also gegenüber Raspberry Pi Sierra auch, die keine Eingangssicherung hat, haben wir hier eine Polyfuse, also eine Sicherung, die jetzt über Strom abschaltet, das Gerät.
und das direkt auch mit dem USB verbunden habe. Das war eben so gedacht, der große Vorteil, wenn man es jetzt so für einen Jam verwenden würde zum Beispiel, hätte man den OTG-Board und man hätte diese Sicherung und man hätte vor allem mehr CPU-Leistung. Und man hätte auch zum Beispiel das 5G-WLAN, wenn das man braucht. Der Nachteil, den ich jetzt hätte, ist, ich brauche entweder so einen Adapter, dass ich vom normalen USB auf den Micro-USB umwechseln kann und das als OTG nutzen kann. Aber der große Nachteil war auch, dass man eigentlich beim USB sollte man ja nur bis 500 mAh nutzen, laut Spezifikation. Und das geht sich auch mit dem neuen Prozessor geht sich das eher schwer aus. Also man müsste zumindest zwei Cores abschalten, die dann auch noch runtertakten und selbst dann mit hoher Prozessorlast und WLAN-Nutzung würde man über 500, also in Wirklichkeit kann man es nur mit einer Core-Nutzung unter den 500 bleiben. Ja, und der Preis spricht jetzt auch nicht für die A+, weil sie kostet etwa 25 Euro und die B+ bekommt man schon für 30 Euro. Also in Wirklichkeit kann man es eigentlich für kaum was empfehlen, diese zu benennen. Am besten ist, wenn man es jetzt einsetzt, dass man den Aufpreis zahlt und die B kauft im Endeffekt. Und wir sind vom Jam her, weil wir eben da auf die Kosten auch schauen müssen, wir sind immer noch auf der Zero und wir haben auch für die Zero entwickelt Hardware. Die zeige ich dann nachher. Also wir setzen diese hauptsächlich ein, die jetzt um 15 Euro kaufbar ist und eben ungefähr 10 Euro weniger kostet wie die A+. Mit natürlich ein paar Nachteilen, die Performance ist nicht so gut, RAM ist in dem Fall gleich aber, und Audio ist nicht dabei, aber das ist für uns verkaufbar, weil wir hauptsächlich die GPOs nutzen. Ja, wir haben dieses Raspberry Pi Jam Workshop gemacht, der gestern stattgefunden hat am Nachmittag. Wir haben für diesen Jam eine eigene Homepage eingerichtet. Es gibt im Blog verschiedene Projekte auch, die wir dort schon vorgestellt haben. Es gibt GitHub, wo wir die Doku hosten und verschiedene andere Sachen für den Jam. Dann, also wir haben für den Jam eine eigene Hardware entwickelt, die also einen eigenen Head, ein Aufsteckboard für die Raspberry Pi. Der nennt sich GC2 X-Head. Den stellen wir nachher nochmal genauer vor. Wir haben für den Jam eine eigene visuelle Programmiersprache entwickelt. Das heißt, das ist eine, die im Browser läuft und so zusammenklickbar ist. Die stelle ich dann auch nachher nochmal genauer vor. Wir haben für den Jam eine Anleitung gemacht, wo die Einzelprojekte, also so LEDs oder Ampelsteuerung und so weiter, genau beschrieben ist. Das ist auch auf dem GitHub-Repository drauf und als PDF zum Runterladen dort. Und wir haben auch heuer zum ersten Mal eine eigene automatisch generierte Betriebssystem, beziehungsweise also eine Variation des Raspberry Pi, also des Betriebssystems gemacht und die wird auch autogeneriert und es sind alle Informationen auf dem GitHub-Repository oben. Und es hat natürlich auch Hardware von uns zusammengestellt, wir haben WHs gehabt und verschiedene Bastelprojekte. Das ist jetzt diese visuelle Programmiersprache, die, also es hat schon mal GitHub, hat jemand angefangen davon, wir haben es geforkt und fertig entwickelt, kann man sagen. Also das andere war nur so, ja, dass man einfach sagt, dass es so eine Möglichkeit gibt. Wir haben alle Fehler ausgebessert und dann das fertig entwickelt, sodass es nutzbar ist. Das ist eine visuelle Programmiersprache, so ähnlich wie Scratch oder Pocket Code. Man kann sie im Browser verwenden, sich von der linken Seite, wir sehen es da auf dem Screen, auf der linken Seite Logic, Loops, Map, Mathematik, Text und so weiter und natürlich auch die GPIOs als Blöcke nach rechts ziehen, dort untereinander anordnen. Es lässt sich nur alles zusammendocken, was im zusammenpackbar Sinn macht. Und kann man dann einfach parametrieren, zum Beispiel da Set LED on Bin 16 auf High setzen, das heißt halt einfach, wenn ein LED dort dran wäre, würde die dann leuchten, wenn man oben die Play-Taste drückt. Auf der rechten Seite, das Spezielle da ist auch, dass es einen Simulationsmodus gibt, das heißt, man muss sie gar nicht unbedingt mit einer Raspberry Pi verbunden, auf der rechten Seite sehen wir die GPIOs und würde ich da einen auf High setzen, würde der zum Leuchten anfangen. Funktionieren tut es so, dass das einerseits clientseitiges Web-Applikation ist und auf der anderen Seite einen Serverprozess gibt, der auf der Raspberry Pi läuft, der diese Informationen des Programms kriegt und dann die GPIOs ansteuert. Auf unserem Image ist das schon alles vorinstalliert und alles eingerichtet, sodass der Webserver und dieser Server-Applikation nutzbar ist. Das Ganze steht unter einer Apache-Lizenz, wie gesagt, auf dem GitHub verfügbar, da ist der Link zum GitHub, falls sich da jemand auch einbringen will. Kann man natürlich auch forken und weiterentwickeln.
Ja, also oben sehen wir einen Button, diesen Zahnrad-Button. Da kann ich dann die IP-Adresse eingeben zur Raspberry Pi und mit drauf verbinden. Und mit dem Play-Button würde das Programm dann auf der Raspberry Pi ausführen. Das zweite, was wir entwickelt haben, ist ein eigenes Aufsteckboard. Wie gesagt, wir nennen das GC2X-Head. GC2 ist also der Vereinsname und X-Head steht, weil der Head nicht den Originalmaßen entspricht, sondern ein bisschen erweitert ist für nur zusätzliche Funktionen. Also das Erste, was wir abdecken, sind einmal alle Projekte, die wir für den Jam vorgesehen haben und die in unserer Anleitung drin sind, sind hier bereits fertig verdrahtet und entsprechend auf die Pins gelegt, sodass man gleich mit der Programmierung loslegen kann, wenn man sich diesen Head raufsteckt. Zusätzlich haben wir noch weitere Dinge bereits raufgetan, die jetzt nicht für den Jam, sondern schon Erweiterungen drin sind. Das sind vor allem Temperatursensor DS18B20. Dann haben wir noch einmal Temperaturfeuchte auch mit einem I²C-Bus-Sensor, der AM2320 haben wir da eingesetzt, der ein bisschen besser zum Ansprechen ist wie der DHD11 oder 22, den wir dann auch drauf haben für den Jam. Und was wir noch zusätzlich gemacht haben in der oberen Ebene, die jetzt ein bisschen drüber ragt, ist Möglichkeit, dann Atmega 328 zu programmieren und auch eine LED ist bereits angeschlossen, sodass man ein einfaches Programm ausprobieren kann. Und es besteht dort auch die Möglichkeit, dass man ESP8266, also ein ESP01-Board, aufstecken kann und dort auch mit dem herumspielen kann, entweder WLAN oder zum Beispiel auch flashen kann. Das sind sozusagen so zukünftige Projekte, die wir jetzt vielleicht in den Jam mit weiter aufnehmen werden. Ja, das Ganze ist frei verfügbar, das heißt Platinendesign und sonstige Anpassungen oder Bestückungsinformationen sind am GitHub-Repository verfügbar. Eine Besonderheit, die jetzt vielleicht nicht jeder weiß und ja, dadurch, dass ich mich mit dem Head-Entwicklung beschäftigt habe, ist ein spezielles EEPROM, das man bei diesen Heads verwenden kann. Und zwar gibt es da diese Pins, die habe ich rechts bei der DIN-Leiste, die werden meistens gesagt, oft heißen es Do Not Connect oder sie heißen wie da eben ist. Okay, das sind schon die Bezeichnungen. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen, die einfach sagen, schließt dort nichts an. Und zwar geht es darum, hier kann man ein EEPROM anschließen und in dem EEPROM kann man gewisse Konfigurationen hinterlegen und auch die Erkennung, um welchen Head es sich handelt. Das heißt, dort hinterlegt man Vendor, Product, UUID, damit der automatisch erkannt wird. Und dann kann man aber noch weitere Dinge in diesen EEPROM speichern. Das sind zum Beispiel die GPIO-Einstellungen, das heißt, welche zum Beispiel Pull-Up-Widerstand oder Pull-Down-Widerstand, wie die gescholten werden, kann man direkt schon im EEPROM hinterlegen, sodass das relativ also als erster im Boot-Prozess abgearbeitet wird. Das heißt, im Boot-Prozess wird dieses EEPROM ausgelesen und die Parametrierungen angewendet, unabhängig vom Betriebssystem. Das heißt, ich stecke das einfach auf und habe Parametrierungen damit erreicht am Betriebssystem, die jetzt aber am Head gespeichert sind und nicht auf der SD-Karten, was derjenige einsetzt. Da gibt es noch eine weitere super Möglichkeit, und zwar, wer sich damit auskennt, es gibt Device Tree. Das heißt, Device Tree, da sind gewisse Parametrierungen drinnen. Zum Beispiel könnte ich oder habe ich für das Board, da sehen wir rechts die LEDs, habe ich zum Beispiel eine so konfiguriert, dass die eine SD-Kartenzugriffe anzeigt und die andere LED einfach nur ein Blink-LED funktioniert. Und das habe ich ins EEPROM reingespeichert, sodass das ausgeführt wird, egal welches Betriebssystem gestartet wird, diese Funktionen der LEDs sind so zugeordnet über den Kernel. Das heißt, diese Tree-View werden praktisch dem Kernel übergeben und der Kernel macht dann die Ansteuerung. Wie das genau funktioniert oder man die Bedingungen, also welches EEPROM man da verwenden muss, wie das angeschlossen werden muss, so weiter, das steht am Blog, da gibt es einen eigenen Blog-Eintrag, da habe ich diese Informationen alle reingeschrieben. Dann haben wir, wie gesagt, ein eigenes Image erzeugt. Das ist zum einen, da gibt es ein GitHub-Repository, das das Raspbian erzeugt. Das habe ich geforkt und unsere Änderungen als eigene Stufe mit eingefügt, sodass wir automatisch ein Raspbian generieren können, das alle unsere Zusatzdinge mit eingebaut hat. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel drinnen eine GC2X-Head-automatische Erkennung. Wir sehen jetzt hier, wenn man sich einloggt, kriegt man diesen Screen,
den man da sieht. Und da sehen wir in der vierten Zeile Head, Doppelpunkt. Und hier dieser Text, der da daneben steht, ist die Information, die aus dem EEPROM gelesen wird. Die ist im Dateisystem im Linux dann verfügbar. Dann wird natürlich das Blockly, was ich vorgestellt habe, automatisch Server sowie Web basierend gestartet. Es werden unsere Dokus, also der Webserver hat dann auch eine eigene Homepage drauf oder Webseiten drauf, mit der wir dann die Doku verlinkt haben, sodass man offline damit arbeiten kann und man nicht mit einer Online-Arbeit Doku benötigt. Dies ist auch drauf. Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass das automatisch generiert wird. Ich glaube, da hören wir nachher nochmal genau, wie das genau funktioniert. Ja, wir haben auch sonst unsere ganzen Projekte. Hallo? Ja. unsere ganzen Projekte drauf geklont, das heißt einfach vom GitHub rauf geklont auf das System und das dann automatisch drauf. Wichtig ist für uns im Wesen, dass diese Images offline funktionieren, wenn man wirklich bei einem Jam kein Internet hat oder das Internet ausfällt, dass wir trotzdem weiterarbeiten können ohne Probleme. So. Hier ist noch ein kleines Projekt, was ich gemacht habe, das wir jetzt im Jam nicht behandelt haben, aber das von mir aus jetzt gekommen ist. Also ich habe ein kleines Gaming-Device entwickelt. Das ist auch eigentlich ein Head, den man aufstecken kann. Ziel war, das auch wieder für Jams zu nutzen. Und zwar läuft auf dem System Pico 8. Pico 8 ist ein Gaming-Tool, also Game-Development-Tool, mit dem man Spiele sehr einfach entwickeln kann. Das ist ein sehr beschränktes System. Es läuft nur mit 128x128 Auflösung. Und es ist aber ein Source-Editor dabei, ein Icon oder ein Sprite-Map, also dass man Sprites zeichnen kann, dass man Maps erzeugen kann. Es ist alles bereits da vorbei. Ist allerdings eine kommerzielle Software. Und diese könnte man eben auch für Jams benutzen und mit dieser Hardware könnte man die Spiele dann auch gleich ausprobieren, nachdem man sie programmiert hat. Weiters haben wir da speziell noch als Feature drinnen, dass wir die GPIOs der Raspberry Pi nutzbar machen. Wir haben die auf der einen Seite auf eine LED-Bar, also eine Balkenanzeige, draufgelegt und wir haben zwei Vibrationsmotoren am System drauf, die man dann ansprechen kann und die man dann noch das Spiel eben verbessern kann. Ja, das Ziel war, dass man das relativ kostengünstig machen und vor allem, dass man es auf die Raspberry Pi WH aufstecken kann, weil viele, die so ähnliche Gameboy oder solche Systeme gemacht haben, die funktionieren meistens mit der normalen Raspberry Pi Zero, die jetzt noch nicht diesen Pinheader drauf hat und die ist relativ schwer zu kaufen, weil da darf man nur eine pro Bestellung immer noch kaufen. Ja, so hat es beim Raspberry Jam ungefähr ausgeschaut. Also wir hatten so ungefähr 15 Teilnehmer. Es sind später ein paar dazugekommen, ein paar sind früher gegangen. Ja. Das ist auch nochmal so ein bisschen ein Eindruck, wie das so ausgeschaut hat. Also wir haben gedruckte Anleitungen gehabt. Das ist immer ganz gut, wenn die Leute aus der nicht unbedingt mit dem PDF arbeiten müssen, sondern auch das ausgedruckt haben und da sind auch dann die GPIOs nochmal genau beschrieben und dass man die da nicht vertut. Das ist nochmal, ich habe es ja voriges Jahr eigentlich schon mal genau erklärt, das ist dieser OTG-Mode, mit dem wir das eigentlich betreiben, bei dem wir die Raspberry Pi Zero direkt an einen Laptop anstecken und dann direkt eine virtuelle Verbindung aufgebaut wird. Und diese ganze Parametrierung, das geht nicht out of the box, dieses System. Da braucht man auf der einen Seite einen DHCP-Server auf der Raspberry Pi Zero, dann wird direkt die IP-Adresse vergeben und man kann mit Raspberry Pi.local zugreifen oder eben über diese IP-Adresse, was da oben steht. Und das ist alles schon bei unserem Image vorparametriert, sodass die Leute das nur mehr auf eine Flash-Aufspeicherung einstecken und es geht sofort. Mit einem normalen Raspbian müsste man hier Parametrierungen machen. Ja, das sind halt diese einzelnen Projekte, das haben wir auch schon voriges Jahr eigentlich gesehen. Also LED, Ampel, dann DHD für Lufttemperatur und Luftfeuchte auslesen, ein Ultraschall-Distanz-Sensor, eine Siebensegmentanzeige, mit der man ja, zum Beispiel das direkt anzeigen kann, was man Temperatur gemessen hat. Neu war eben, dass wir heute diesmal in die Doku mit eingenommen haben, das ESP-Projekt, ESP01 und das Atmega, wobei das eigentlich so Advanced-Projekte sind, die jetzt eh nicht umgesetzt worden sind. Ja,
So könnte man es eben heute das aussagen können, wenn man das alle Projekte auf ein Board aufsteckt, das ist dann relativ voll. Oder unseren X-Head verwendet, der da schon alles drauf ist und dann zusätzlich auch ein paar Eingabefelder. Und der hat auch den Vorteil, wenn man hochgefahren ist, dann wird die IP-Adresse direkt auf dem Display per Scroll Text angezeigt. Ich bin online, passt. Der Martin kann einmal seine Stimme schonen. Also hallo auch von meiner Seite. Ja, der Martin hat vorher schon erwähnt, dass wir als Grazer Computer Club prinzipiell alles, was wir machen, auch veröffentlichen, beziehungsweise dass all unser Quellcode und ja, das, was wir halt so produzieren, alle Images und so, alles online ist und halt in erster Linie auf GitHub. Es gibt da die Organisation Grazer Computer Club, das heißt, das ist gerne vielleicht zu finden, einfach github.com/Grazer Computer Club. Und aktuell hosten wir halt alles, was wir machen auf GitHub. Und es ist auch alles Open Source. Das ist, steht in unseren Vereinsstatuten drin. Was wir machen als Grazer Computer Club, ist Open Source. Damit spart man sich Diskussionen. Also, was haben wir auf GitHub? Wir haben zum Beispiel unsere Website auf GitHub. Wir haben diverse Webseiten. Wir haben einen Blog auf GitHub. Wir haben die ganzen Projektseiten zum Beispiel. Es gibt für das PXO, also oder für den GC2-Head, gibt es jeweils eigene Webseiten. Und das haben wir gemacht über das Standard-GitHub-Feature des GH-Pages im Endeffekt. Also, das ist ein Standard-Ding. GitHub gibt dir sozusagen die Möglichkeit, dass du deine Webseite hostest. Und diese Einstellungen kann man bei jedem Repository machen im Endeffekt. Das heißt, in den Repo-Settings kann man sagen: Ja, ich möchte da jetzt sozusagen eine Webseite draus machen. Das heißt, du kannst sagen: Ich wähle den Branch aus. Standardmäßig hast du halt GH-Pages. Und man kann auch ganz einfach eine eigene Domain damit verknüpfen. Und man kann dann sagen, ja, und die Domain bitte nur mit HTTPS. Und da sind wir sehr brav und versuchen, das einzuhalten. Das heißt, jede von unseren Seiten sollte HTTPS haben. Wenn nicht, bitte E-Mail an Webmaster, dann stell das ein. ja, also zum Beispiel unsere Webseite ist ganz normales Bootstrap, ist ja nichts Besonderes, einfach nur Index.html, GH-Pages eingerichtet, bumm, Website fertig. Also das ist ganz lässig. Wir haben natürlich nicht nur Webseiten, wir haben auch Source Code drauf. Wir haben auch die ganze Doku, haben in LaTeX geschrieben, aus diversen Gründen. Das Coole an LaTeX ist halt, man kann es mit Source Code Verwaltung sinnvoll mergen und verwalten und halt auch Versionstracking machen. Also einer der Vorteile von LaTeX. Was man natürlich mit LaTeX am Schluss machen möchte, ist, man macht da PDF draus generieren oder sonst irgendwas. Und dafür haben wir jetzt heute auch den, zum Beispiel einen Travis CI aufgesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Doku auf GitHub pushen, dann wird die automatisch durchgebaut und wenn wir dann noch einen Tag dazu setzen, dann wird automatisch ein Release gemacht. Das heißt, man hat dann, also das ist relativ einfach in Wirklichkeit, man meldet sich bei Travis CI an, das kann man mit seinem GitHub-Account machen und dann muss man einmal so eine Config schreiben da, das ist dann eben die Travis-Config und der integriert sie so, das heißt, der checkt immer, wenn ein Commit von GitHub daherkommt, dann wird so ein Build gestartet im Endeffekt. Ja, und wenn es da so noch einen Deployment-Step gibt, in dem Fall nur, wenn ein Tag hinzugefügt worden ist zu einem Commit, dann wird eben in dem Fall das RESP-Jamming-PDF hergenommen und als dieser Tag, der da gepusht wurde, als Version auf GitHub veröffentlicht. Ja, und was machen wir sonst so? Also wir sind auf Twitter mehr oder weniger aktiv, wir versuchen es zumindest. Und wir machen so Sachen wie zum Beispiel zu Weihnachten haben wir einen Adventkalender gemacht, wo wir einfach jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember einen Blogpost, zwar in erster Linie Raspberry Pi verwandte Themen eben gepublished haben. Das ist ja ganz einfach auf blog.gc2.at oder geht auf gc2.at einmal und schaut da vorbei, was wir so machen. Was machen wir sonst noch, außer eben, dass wir bei den Linux-Tagen sind, dass wir Blogs schreiben? Wir haben auch schon versucht, Raspberry Pi um die Welt zu schicken. Die hat es ja schon bis nach Japan und bis nach Hawaii geschafft und ein paar andere Orte auch. Ja, also wir versuchen, Sachen zu machen. Ja, soviel jetzt nochmal kurz zum GC2 und wem das Ganze noch interessiert, kommt einfach später auf uns zu. Wir haben drüben im anderen Gebäude einen Stand, quatscht ein bisschen mit uns. Ja, so. Es geht jetzt aber um die Raspberry Pi und es geht um Raspberry Pi Projekte. Der Martin hat jetzt schon sehr viel über selbstgebaute Hardware und über Bastelprojekte und eigentlich eher High-End-Geschichten gesprochen.
Und ich habe jetzt noch eine kurze Wiederholung von dem, was ich letztes Jahr auch schon erzählt habe, nämlich wo kann man die Raspberry Pi jetzt in der echten Welt sozusagen verwenden? Was kann man angreifen? Wo kann man das wirklich einsetzen? Was geht? Der Klassiker ist natürlich Home Automation. Das ist der Dauerbrenner im Endeffekt. Wir haben mit der Raspberry Pi einen Einplatinencomputer, der Preis-Leistungs-Verhältnis super ist, der Eingänge hat, die man beliebig belegen kann. Und da gibt es Projekte wie zum Beispiel das FHEM, das ist echt ein cooles Projekt, das mittlerweile auch integriert mit Alexa und KNX und was es da sonst alles gibt und Homematic, die sind ein bisschen günstiger wie KNX und machen ähnlich viel verschiedene Hardware und Taster und wenn man seine Jalousien steuern will und es gibt alles zum Kaufen und dann kann man das mit einer Raspberry Pi zum Beispiel steuern und automatisieren. Und das Schöne an FHEM zum Beispiel, ich nehme das Projekt eigentlich her, wenn mich wer fragt, beziehungsweise wenn ich was empfehle, sage ich, schau mal dir das an. Wenn es passt, okay, sonst gibt es andere Sachen auch noch. Das Schöne an FHEM ist, die haben ein riesiges Kolloquium an Videomaterial, wie man das richtig einrichtet, wie man Sensoren anbindet, wie man es konfiguriert. Also das ist sozusagen das Go-To, wenn man mal anfangen will damit, mit Hausautomatisierung mit der Raspberry Pi, zumindest für mich. Da gibt es noch andere Projekte, wie zum Beispiel das Node-RED. Das Node-RED ist wieder so, geht ein bisschen in Richtung Scratch-Blockly, wo man eben relativ einfach mit grafischen Blöcken Verbindungen schalten kann, so im Endeffekt also Sensor-Aktor-Verbindungen herstellen kann und es ist auch mit einem Upgrade-Install installiert und dann kann man anfangen damit zu arbeiten. Naja, was es sonst noch gibt neben Home Automation, ist einmal die Security-Schiene. Alarmanlagen ist ja, entweder man möchte es wirklich haben oder man macht es so wie aus Spaß, dann gibt es da das Projekt LJA. Das ist Python-Software und die ist ziemlich umfangreich mittlerweile. Also wenn wer Richtung Security was schauen will, schaut euch einmal das LJA-Projekt an. Da gibt es einen Entwickler, der ziemlich guten persönlichen Support gibt, man braucht ihn nur auf Twitter anschreiben, wenn man ein Problem hat, dann kriegt man meistens relativ schnell eine Antwort. Ja, also das war jetzt mal so die Hausautomatisierung und Security. Ein anderes Thema sind dann noch die Smart Screens. Ich bin noch so spaßmäßig, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei und wir haben da zum Beispiel das Blaulicht-SMS. Und da haben wir uns jetzt eine Raspberry hingehängt mit einem Monitor und Sinn und Zweck ist davon, wenn jetzt da die Sirene losgeht, dann kriegen die Feuerwehrler ein SMS. Und da wird man dann gefragt, im Endeffekt, kommst du zum Einsatz oder nicht? Und du kannst jetzt im Endeffekt Ja zurückschreiben oder es gibt die Blaulicht-SMS-App, da kannst du dann einfach tappen, ja, ich komme oder ich komme nicht. Und dann poppt es auf dem Monitor im Endeffekt auf, der hängt dann bei uns in der Fahrzeughalle, ihr seht es so rechts. Und da ist dann im Endeffekt die Liste, hat zugesagt, hat zugesagt, hat zugesagt. Dann kann man das im Endeffekt, wenn man früh dort ist, schon gut einteilen, okay, wir warten jetzt noch auf den an, weil der wohnt einen halben Kilometer weg, der ist sicher gleich da. Oder wir fahren schon vor und die kommen dann mit dem zweiten Auto noch. Das ist vor allem, es geht auch oft darum, wenn man noch weiß, gut, das ist ein Maschinist, den kann man gut brauchen, auf den warten wir jetzt wirklich noch, weil sonst fahren wir zwar mit dem großen Fahrzeug hin, aber dann können wir es nicht bedienen, ist auch blöd. Also man kann zum Beispiel Smart Screens damit machen. Das war Smart Screen Nummer 1. Smart Screen Nummer 2 hängt bei uns in der Firma. Wir haben da so einen Bildmonitor, der zeigt uns eben den aktuellen Status unseres aktuellen Bildprozesses, unseres Bildstatus. Das heißt im Endeffekt, unser Code wird nächtlich und auch auf so Commit-basierter Ebene im Endeffekt durchgebaut. Und dann hat man immer ein schönes Feedback, okay, hat man Änderungen jetzt was gebrochen oder nicht? Und das kann man sich bei der Kaffeepause dann anschauen und hoffentlich was dagegen tun. der Martin hat gesagt, wir waren da jetzt schon länger mit dabei mit Raspberry Pi und Raspberry Pi Projekten und ich habe da jetzt noch was ausgegraben. 2014 haben wir bei den Grazer Linux-Tagen zum Beispiel, habe ich meinen Lego mitgebracht und habe den Robotarm präsentiert. Das ist im Endeffekt von Dexter Industries, die haben da auch so ein Pi-Head im Endeffekt, hat es da glaube ich noch nicht geheißen, aber im Endeffekt ist es sowas, weil es ist ein Zusatzmodul, ein Aufsteckmodul für die Pi, mit der du dann Lego Mindstorms und mittlerweile EV3-Motoren und Sensoren ansteuern und damit spülen kannst. man kann mit dem Lego wirklich viel bauen. Ich habe da halt so einen Proof of Concept, so einen Arm, der hat dann erkennt, wenn was unter ihm gelegen ist und es hat dann aufgehoben und auf die andere Seite gelegt und so. Also ganz lustig.
So, also wenn man jetzt aber nicht gerade Home Automation macht und keine Smart Screens und nicht mit Lego spielen will, dann kann man noch andere Sachen machen. Zum Beispiel kann man die Raspberry Pi sehr gut als FinClient verwenden. Das haben wir auch schon 2014 präsentiert. Ihr seht da unten einen Informatikraum von der Polytechnischen Schule in Wildon. Das sind 16 Rechner und die verbinden sie ursprünglich auf einem Linux Terminal Server Project Server. Mittlerweile war es dann aber ein Windows 2016 Server und im Endeffekt haben die gestartet, haben einen Remote Desktop aufgebracht und das war's. Und damit haben wir relativ günstig einen kompletten Informatikraum ausgestattet mit Terminals, weil die Pis sind auch um vieles günstiger wie das normale Volt und Wiesen Terminal. Also ein Drittel zumindest vom Preis, was sonst so zahlst. Ja, also das waren jetzt einmal einige Projekte, die man so machen kann, die auch mit sehr wenig Aufwand gehen, wo es sehr viel gute Doku dazu gibt, wenn man jetzt nicht gerade hergeht und sich die Hardware selbst zusammenbauen möchte. So, die Frage ist jetzt nur, wenn man das Ganze gehört hat, was wir jetzt vorgestellt haben, wenn man jetzt vielleicht schon ein Pi zu Hause hat, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was soll ich mir als erstes anschauen, da hat der Martin für euch einen Vorschlag. Ja, also ich habe voriges Jahr noch einmal ein Buch geschrieben, mein letztes jetzt, glaube ich. Und zwar ging es da, habe ich da nochmal zusammengefasst, die ganzen Raspberry Pi-Projekte, die wir jetzt in den vorigen Jahren gesehen gehabt haben, habe ich in einem Buch zusammengefasst und es gibt es bei Amazon Kindle zum Kaufen. Wo? Muss man aber nicht. Ja, wir sind jetzt durch. Gibt es irgendwelche Fragen? Ansonsten findet uns später beim Raspberry Pi Stand, GC2 Stand drüben im anderen Gebäude. Genau, und da kann man sich dann diese ganze Hardware, die wir gestern beim Jam oder für den Jam entwickelt haben, die kann man sich dort nochmal genau anschauen, wenn da Interesse besteht. Passt. Ja, bitte. Martin? Das gibt es bei uns nicht. Also ich weiß nicht, bei uns haben wir neue kaufen hauptsächlich. Nein, also wir haben jetzt nicht so schlechte Erfahrungen mit SD-Karten bisher. Und wir haben Reserven und es ist ja alles auf dem Image drauf. Das heißt, wir können recht schnell austauschen, die SD-Karten. Die Frage war jetzt eben, was machen wir gegen SD-Kartenstörungen? Warum fragst du? Hast du so viele SD-Karten, die eingehen, oder? Schon. Was machst du mit deinen Pis? Achso, das haben wir nicht wiederholt. Okay. Aber das heißt, dir gehen öfters SD-Karten ein? Weil angeblich haben wir diesmal einen Livestream und sollte jemand zuschauen. Ach, da. Ja? Ja, Test. Mir geht es einfach darum, wenn das jetzt Projekte sind, die einmal ein Jahr oder mehrere Jahre durchlaufen. Okay. Und wenn man das einfach in die Ecken stellt und laufen lässt, dann ist irgendwann kaputt. Und ich habe eben eine andere Möglichkeit halt erforscht, dass ich direkt einen NAND-Flash oder so verwende und dann mit UBFS eben ein bisschen was Robusteres zusammenbringe dadurch. Also hardware-technisch ist die Frage eher für Martin. Allerdings muss ich sagen, dass ich jetzt bei den Terminals seit 2014 eben in der Polyvildon habe ich, glaube ich, 2 Karten austauscht. Also damit habe ich echt keine schlechte Erfahrung gemacht, wobei das System, was ich dort oben habe, ist wirklich minimal. Das heißt, der startet durch, macht einen Remote-Client auf und fertig ist. Also da wird dann nichts zugeschrieben oder so. Vielleicht ist das der Grund, warum meine SD-Karten einfach relativ gut halten. Aber wie gesagt, bei den 17 Clients, die wir haben, habe ich 2 austauschen müssen, die Karten. Es ist ja dann eine Produktfrage auch wahrscheinlich. Das heißt, sollte man halt Qualitätsprodukte kaufen, wenn man wirklich das dann lang laufen haben will. Wir sind ja so, dass wir das auch in die Jams eigentlich hauptsächlich einsetzen und dort ja nur die kurzzeitig, die mal belastet werden für den Jam und dann wieder lange liegen sozusagen. Ich meine, ich habe daheim auch einen Server laufen, der läuft schon seit einigen Jahren und keine Probleme gehabt bisher. Es ist auch die Frage, wie stark du das wahrscheinlich ausfüllst. Normal sollten die ja ein bisschen verteilen. Also vielleicht auch nicht voll machen. Okay, danke. Gibt es sonst noch Fragen? Dann sagen wir danke und wenn ihr noch Lust habt, kommt später am Raspberry-Stand vorbei. Dankeschön.